Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wie Evil Within. In der letzten Folge, warum rede ich so hoch? Da schalten doch alle Leute sofort wieder ab, egal. In der letzten Folge haben wir, Scheiße gemacht mit dieser einen Frau da. Und ich traue dem Spiel nicht mehr. Jetzt fängt es so an, dass es so ein auf ich bin voll kacke Spiel macht. Weißt du, die ganze Zeit war es so, ja, ist aber ein nettes Spiel. Das macht ja total Spaß. Und jetzt ist das so, ja, komm, habe ich jetzt ein Déjà-vu? Ist das jetzt der gleiche Raum nochmal? Wenn ihr erwartet, dass ich in diesen Fahrstuhl steige, ne? Holy crap. It's Feuer. Stopp, warum mache ich das? Hä? Ah. Es geht langsam aus. Wieso habe ich das getan? Ich weiß, wieso ich das getan habe. Sollte mir zeigen, dass es ewig lange braucht, bis diese Teile ausgehen. Und es sicherlich gleich zu einer Situation kommen wird, wo ich dann sage, ach du Scheiße. Das finde ich ja doof. Ach du Scheiße. Das finde ich ja doof. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Ist hier eine Leiter oder muss ich da irgendwie... Ich würde ja auch gerne einfach mal durchrennen, um zu gucken, wie das aussieht. Was er dann tut. Überlebe ich es gar nicht? Oder nur halb? Kann ich vielleicht an der Seite vorbei? Nope. Das Feuer ist eine Wand. Was? War der Raum vorhin schon so? War hier nicht ein großer Raum? Übersehe ich gerade irgendwas Offensichtliches? Muss ich irgendwo drauf schießen? Der Fahrstuhl ist anscheinend unser Ziel. Ah, ich sehe was überhaupt. Ach, der gibt mir sogar einen Tipp, wie lieb. Danke. Nö. Also einfach nö. Und wieso kann ich mich jetzt gerade nicht bewegen? Oh, fuck. Was die Aufgabe war... Tötet es mit Feuer, oder? Ja, hallo! Fuck, 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 fuck. Muss einfach nur lange genug. Oh, hi. Lange genug im Kreis rennen. Was? Oh, fuck. Nein, das geht schief. Das geht sowas von schief. Das ist ja sehr langsam heute. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. So much Feuer. Na komm, das ist doch lahm. Schreck. Komm, wenn die mich einmal hat, dann hat sie mich ein immer, weißt du? Das muss jetzt ausgehen. Nein, 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 nein! Fuck you, fuck!
Nein, no, 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 what's happening, what's happening, what's happening? Was tue ich, was tue ich? Wo kann ich das? Nein! Warte, ganz ruhig, ganz ruhig. Da. Wieso ist dieses Spiel so scheiße? Bin jetzt immer noch da, FD ist immer noch da. Boah, so unter Druck setzen ist doch kacke! Setz mich nicht unter Druck! Fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich. Nein! Niemals! Nein! Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein fucking, fucking Tod. Das ist mein Tod. Ich bin so tot. Ich bin so. Was? Okay. Neos? Geh hier irgendwo. Irgendwo muss ein Schalter sein. Da. Sieh da. Wieso bringt das nichts? Was ist sie da? Leck mich doch. Ist hier noch ein Schalter? Auf da ist noch einer. Hallo. Ist immer noch an. Langsam nervt. Warte, ich muss mir mal kurz kratzen. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz, ganz in Ruhe überlegen, was ich hier tun muss. Ich sehe nur diese zwei Schalter. Nein! Nein! Was ist denn, hat die jetzt hier einen auf Angriff oder was? Heute nicht. Sind noch so viele Sachen, die man aufsammeln kann. Ich weiß gar nicht, wie man diese aufsammeln soll. Mann, das sind nur diese zwei. Wo ist denn da noch was? Ist hier noch ein Hebel? Da! Weg von meiner Nase, weißt du? Geh! Nein! Mann! Fuck it! Und du hast keine ruhige Minute! Und die ist direkt da, weißt du? Und mein... Ich kann nicht mehr rennen. Bombe! Könnte... Liebes Spiel, ein Kontrollpunkt wäre angebracht. Gerade. Okay. Oh, hallo. Nein. Nein. Ach so. Ernsthaft? Jetzt bin ich nicht durch die gestorben, sondern durch den... Und wisst ihr, wo wir jetzt anfangen dürfen? Okay, nee, da dürfen wir anfangen. Alles gut. Ich trinke kurz was. Ja, danke. Ja, gut. So, schön. Diese... Also... Ich mache einfach weiter. Nummer 1. Nummer 2. Rixie. Fuck. Steh auf. Stopp, Medikit, Medikit, Medikit. Oder irgendwie Heilung, Heilung, Heilung. So.
Fahrrad. Und wieder. Na, nein, 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 nein. Ach, Manno. Okay, das ist jetzt ein bisschen ätzend. Sie macht mich nur matsch und macht da nichts mit mir. Nicht mal irgendwie aufessen oder vergewaltigen oder sowas. Nee, die macht einfach nur Matsche. Was ist denn jetzt kaputt? Dabei noch Erfahrungsflash stehen, die kannst du aber dir mal ganz gerne abspielen. Muss ich erstmal gucken, wie ich die, kann ich die eigentlich nicht irgendwie töten oder so? Ja, nein. Eispfeile. Ich habe einen Plan. Eispfeile. Ich hoffe, das klappt mit Eispfeilen. Vielleicht teleportiert sie sich weg. Ich weiß es nicht. Aber einfrieren ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Wie gut, dass wir einen so netten Kontrollpunkt haben. Nicht so wie beim Safe Man. Aber ich merke schon, Drucksituationen sind überhaupt nichts für mich. Sein, dass sie gerade keinen Plan hat, wie die zu mir kommt. Ja, doch hat sie. Scheiße. Moment, 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 Moment. Stopp, bleib mir einfach kurz stehen, danke. Ja. Ach, habe ich schon ausgerüstet. Oh, sehr nah. Nein, nicht getroffen. Oh, fuck you. Doch. Okay, diese Bombe ist zu nah, als dass ich sie abschießen könnte. Ich muss sie also entschärfen. Sie... Oh Gott, so viel auf einmal, was ich tun muss. Ich muss also sie erstmal einfrieren, dann muss ich die Bombe abschießen, dann muss ich sie wahrscheinlich nochmal einfrieren und dann den Hebel umlegen. Dann muss ich stundenlang entkommen. Nein! Ja, ich habe sie gerade verbrannt, versehentlich. Nope. Doch, ich habe sie eingefroren. Aber nicht da. Das ist ein doofer Ort zum Einfrieren. Ah. Manno! Blöde, blöde Popelpotze. Okay, einen noch. Und den einen muss ich jetzt... Danke. Hier Feuer, ich glaub's ja nicht. Nein, nein, never ever. Nicht so weit, ich bin so weit gekommen. Aber ich kann nicht, ich kann ja nirgendwo hin. Stopp, ich muss kurz hier den hier machen. Und dann bleibt er aber stehen, ne? Und jetzt kann ich wenigstens rennen. Nee, vorbei, nee, vorbei. Fuck, 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 fuck.
fuck, in den Aufzug, in den Aufzug. Renn in den Aufzug. Ich hab die ganzen Sachen nicht eingesammelt, die rechts von hier lagen, aber der kennt dich an. Was tust du denn da? Nee, das heißt doch, die lebt doch noch. Da ist ja die Hand von ihr noch. Das ist sie. Schwarzer Nebel. Hm, sicher, ist alles gut. Bestimmt toll, dass wir hier nach unten gefahren sind. Nein! Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist. Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Ich würde ganz gerne eigentlich nicht, dass du mich benutzt. Der ist doch jetzt in mir drin, oder? Okay, mir fehlt ein bisschen die Fahrstuhlmusik. Ey, passiert doch jetzt gleich was. Ich würde gerade Knöpfchen drücken, aber. Ach, da sind wir wieder. Ja, das ist ja schön. Dann machen wir hier mal eine Pause. Ist ja ein tolles Kapitel hier. Ist bestimmt gleich auch zu Ende dann mal irgendwann. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Evil Within. Bis dahin. Tschüss, nicht wahr? Ja. Toll. Achso, ich muss erstmal hier, ne? Tschüss.